mit dem Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Viktoria Köln. Über 4000 Fans entstand 0:2 von unserem Partner EWG Reform präsentiert. Wie gewohnt überlassen wir den Gästetrainer, das erste von Pavel Dotschev, erstmal Glückwunsch zum Sieg und gerne Sie die Partie gesehen. Ja, das war eine sehr spannende Partie, definitiv, obwohl das Ergebnis jetzt sehr, sehr deutlich, was heißt sehr deutlich, aber 2-0 ist schon eigentlich deutliches Ergebnis, aber das Spiel war nicht so. Das Spiel war sehr ausgeglichen, wir haben einen besseren Start erwischt und danach haben wir sehr gut verteidigt, aber wir haben nach dem 2-0 angefangen ein bisschen mehr zu verwalten, was mir nicht gut gepasst hat. Und war auch zu viel klein-klein gespielt auf dem Feld, auf dem Platz. Und da zum Glück bis zur Halbzeit ist ja nichts passiert. Zweite Halbzeit könnte man ein bisschen auch korrigieren, ein und andere Sache. Aber gleichzeitig der Kollege hat auch umgestellt, selber sein Taktik, sein System. Und da haben wir keinen nicht mehr diesen Zugriff gehabt. Zum Teil standen wir auch zu tief wieder. Und bin sehr, sehr froh, dass wir geschafft haben, das über die Zeit zu bringen, weil ich weiß ganz genau, in diesem Stadion, auch wenn selber knapp über 4000 Zuschauer standen, ich weiß genau, was passieren würde, wenn die Mannschaft von Magdeburg Anschlusstreffer erzielt, dann würden auf jeden Fall dann gefährlich und auch schwer für uns, das zu verteidigen, diese Vorsprung. Und bin sehr, sehr froh, dass die Jungs das sehr gut umgesetzt haben. Wir haben auch während des Spiels nochmal umgestellt. Ich habe zweite Halbzeit, kurz vor Schluss, so 15, 20 Minuten, habe ich gesehen, dass die Magdeburger haben hinten aufgemacht. Habe ich zwei schnelle Leute gebracht, um den Sack zuzumachen. Das ist das Einzige, was ich die Jungs vorwerfen muss und kann, dass wir nicht das dritte Tor gemacht haben und eigentlich ruhig das über die Zeit zu bringen. Das ist das Einzige. Ansonsten sehr, sehr schweres Spiel, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel zum Teil. Und deswegen, das Ergebnis ist deutlich als das Spiel. Die Leistung war ein bisschen anders. Also die Mannschaft von Magdeburg, ich persönlich habe ich schon sehr, sehr stark gesehen. Danke, Pavel Dotschev, unser Trainer. Pavel, erstmal Glückwünsche, die 3 Punkte hier in Magdeburg. Ja, wie gesagt, wir wollten die 3 Punkte hier lassen. Ich denke auch, wir sind auch gut ins Spiel gekommen, wenn ich die Möglichkeiten sehe von Steini und Sören Bertram, wo wir uns, denke ich mal, gut durchgespielt haben. Und Köln in der ersten Halbzeit sehr effektiv. Ne? Einfach Standards, den haben wir nicht verteidigt. Und das 2-0 dann noch hinterher. Ne? Wir müssen halt schauen, dass wir dann trotzdem unser Ding weiter durchziehen, Köpfe hoch halten. Vielleicht wird es ein anderes Spiel, wenn wir den Elfmeter kriegen. Keine Ahnung, muss ich mir angucken. Raphael Obermeier kurz vor der Halbzeitpause und vielleicht auch in der zweiten Halbzeit das Handspiel. Aber gut, wir haben es probiert, wir haben umgestellt. Wir wollten dann auch mit 2 Stürmern da nochmal was in unsere Richtung schieben. Und ist uns halt nicht gelungen durch Unzulänglichkeiten im Passspiel, erster Kontakt. Und wir wissen um unsere Situation, um unsere Themen. Wir bleiben zusammen, wir bleiben eine Einheit und die Jungs wollten, das hat man gesehen und sie haben alles rausgehauen. Und trotzdem steht am Ende die Niederlage 0:2 und das müssen wir heute so akzeptieren und wir gehen trotzdem unseren Weg weiter. Ja, dann sage ich danke an beide Trainer. Es gibt keine Fragen von der Presse. Eine gute Heimreise unseren Gästen, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank.